hallo Willi. Hey, hast schon lange gewartet? Nee, noch nicht so. Okay, dann fahren wir los, oder? Okay. Sag mal, wo ist denn eigentlich dein Helm? Ich hab gar keinen, auch nicht zu Hause. Du hast überhaupt keinen Helm? Nö. Was hast du gegen Helme? Sieht nicht so cool aus. Und ich hab ja eine Kapuze. Alles in Ordnung, Willi? Ja. Nur mal Glück gehabt. Boah, aber ich meine, zum Glück habe ich ja einen Helm auf. Wobei es ja Leute gibt, die finden Helme total uncool. Wie der Felix zum Beispiel. Und den will ich heute mal zeigen, warum es schlau ist, einen Helm zu tragen. Und dazu besuchen wir meinen Freund Carsten im Allianzzentrum für Technik. Hey! Hallo Carsten! Na, wie geht's? Danke, gut. Was macht ihr denn hier? Wen hast du wieder mitgebracht? Felix ist es. Hallo. Hallo, Felix. Ja, Carsten. Felix, sag mal dem Carsten, warum wir hier sind. Ja, Willi hat mir gesagt, ich soll einen Helm anziehen, aber ich denke, ich brauche das nicht. Und du bist doch ein Experte. Habt ihr? Ja. Hier, da ist doch einer. Ja, das, ja, okay, nicht so ein richtiger. Christian, aber haben wir ein paar Fahrradhelme? Ach. Ja, siehst du, da haben wir Fahrradhelme. Danke. Hey, das sind ja mehr als genug. Danke. Super. Das Wichtigste bei meiner Auswahl bei Helmen, finde ich, die müssen halt cool aussehen. Das stimmt. Aussehen müssen sie, damit sie einem gefallen und damit sie auch getragen werden. Aber welche schützen müssen sie auch. Welche gefällt dir am besten? Mir gefällt der am besten, glaube ich. Ja. Ja, dann probieren wir den doch einfach mal an, ob der dir passt. Denn nur wenn er passt, kann er schützen. Ne? Wackel mal im Kopf, genau. Na, das ist noch nicht ganz optimal, nicht? Er hat das ein Rädchen. Der hat hinten so ein Drehrädchen, siehst du das? Genau. Ja. So. So jetzt? Ist er gut. Jetzt? Gut, passt. Okay, dann musst du nach unten das Band zumachen. Mit so einem willst du fahren? Ja. Ja, schaut, das tut jetzt auch nicht so weh, oder? Es rüttelt nur ein bisschen. Aus welchem Material sind solche Helme eigentlich gemacht? Du, das können wir uns gerne anschauen, indem wir mal reinschauen. Willst du einen zersägen? Zersägen? Ja? Ja. Wollen wir es machen? Sollen wir? Komm, ja. Zersägen wir einen. Cool. Gehen wir rüber. Guck, da haben wir einen Schraubstock. Ja. Da können wir ihn einspannen. Hier so seitlich, genau. Oder? Genau, dann musst du nicht festhalten und schützt die Finger. So? Ja. Viel Vergnügen. Wo soll ich ihn durchsägen? Einfach vorn durch. Hier so? So, ja, genau. Ja, Willi, passt. Dann zeig mal, was du drauf hast. Das zeige ich dir. Boah! Super. Da haben wir ihn. Da ist noch ein Stück Gurt drin, genau. Ja, der. Sieht man mal, wie das alles so hält. So, das ist unser Aufbau von dem Helm. Boah. So sieht's aus. Du hast innen drin einen Hartschaum und außen eine Hartschale. Es war erstmal ziemlich schwer, mit der Säge reinzukommen, hier durch dieses harte Rote. Ja. Ist das immer bei Helmen so, dass die so eine harte Oberschale haben? Ja, die harte Oberschale soll jetzt dafür sorgen, dass also nichts Spitzes durchkommt, dass da möglichst viel Widerstand ist. Und der Schaum hier drin, der soll dafür sorgen, dass er zum Kopf hin eher weich ist. Mhm. Aber das können wir ja mal probieren, wie das funktioniert. Oh. Ja. Wie denn? Ups, jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Entschuldigung. Oh Gott. Wo ist denn der Hammer da? Ja, genau, der ist zum Probieren da. Der Hammer, der wäre jetzt zum Beispiel ein Stein. Wenn du jetzt runterfällst, dann kannst du nämlich auf einen Stein fallen. Also du kannst genauso gut mit dem Hammer hier draufhauen. Mach mal, schlag mal drauf, schau mal, was passiert. So, und? Das ist die Stelle, da hast du draufgeschlagen und du bist mit dem Hammer nicht durchgekommen. Mhm. Ja. Das ist zwar kaputt, das ist schon richtig so, aber du bist nicht durchgekommen. Wenn du jetzt auf die andere Seite schlägst, auf den Weichschaum, ich habe versucht. Ja, aber triff nicht meine Hand. Siehst du? Ah, es geht tiefer rein, oder? Da gibt es richtig ein Loch. Das heißt, zum Kopf hin ist der Helm weicher und nimmt die Energie auf beim Sturz. Aber außen hin wird er hart und schützt gegen irgendwelche Sachen, die von draußen kommen. Das ist der Trick. Das haben eigentlich alle Helme gemeinsam. Innen weicher, außen härter. Ja, das haben alle Helme gemeinsam. Boah, es war echt ein Vergnügen, einen Helm durchzuschneiden. Es war mir ein Vergnügen, dass du sägen durftest. Hier, aber ihr macht ja noch viel bessere Tests, so richtige, wo es zur Sache geht, Crashtests. Richtig. Macht ihr die mit Fahrrädern auch in Helmen? Das haben wir auch gemacht und wir haben auch einen vorbereitet für euch. Cool. Da kann der Felix jetzt auch noch mal was sehen. Sollen wir runtergehen in die Crashbahn? Ja, bitte. Ich wusste es doch. Das ist unsere Wilhelmine.
Das ist doch ein Crashtest-Dummy. Mhm. Heißt fast so wie ich, ja? Und kriegt jetzt meinen Schaden. Sag mal, Carsten, was machen wir jetzt hier eigentlich? Wir machen jetzt einen Versuch, weil die Wilhelmine mit dem Fahrrad gleich gegen das Auto fahren wird. Und dann sehen wir, wie das sich verhält, wenn also so eine Kollision stattfindet. Mit welchem Tempo? Das machen wir mit 20 Stundenkilometer. Ist das so ein normales Tempo? Ja, ja. Ich weiß nicht, wie viel bist du denn so am maximal gefahren bis jetzt? 45. 45? Ohne Helm. Wie ist das jetzt mit hier der Wilhelmine? Kriegt die einen Helm? Die kriegt einen Helm. Wir machen jetzt die Versuchsvorbereitungen fertig und dabei kriegt die auch ihren Helm. Hier, kommt mal ganz kurz her. Weil wenn wir jetzt diesen Versuch vorbereiten, dann, Carsten, es wäre doch in Ordnung, wenn ich hier euch mal ins Auto reinsetzen würde, oder? Ja, das geht schon. Moment, da machen wir mal die Tür auf. So, keine Angst, da passiert nichts. Also hoffe ich jedenfalls. So, Kopf runter, sehr gut. Und alles klar? Viel Glück. 3, 2, 1, Start! Müssen wir uns anschauen. Alles in Ordnung bei euch? Wow. Boah, krass. Hast du was schon mal gesehen? Nee. Sag mal, kann so ein Unfall eigentlich glimpflich ausgehen? Ja, mit dem Helm hast du ungefähr die doppelte Chance, dass es glimpflich ausgeht. Ja. Wow. Wilhelmine, wie geht's dir denn? Was ist denn jetzt genau passiert? Ja, also was passiert ist, sie ist hier gegen das Auto gefahren, ist dann mit dem Kopf hier einmal auf die Scheibe aufgeschlagen. Aha. Und dann, wie man sieht, da runtergefallen und nochmal auf den Boden aufgeschlagen. Dem Auto ist gar nicht so viel passiert, aber ja, was würde denn jetzt passieren, wie wenn man so wie der Felix ohne Helm unterwegs ist? Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon da, dass es eher schwer verletzt oder tödlich endet. Und um dich wirklich zu überzeugen, Felix, haben wir noch einen Versuch vorbereitet. Und damit überzeugen wir dich endgültig. Warum ist es hier so hell? Ja, wir wollen das jetzt mit einer Hochgeschwindigkeitskamera filmen und dafür brauchen wir diese getönten Schutzbrillen. Ah, das ist viel angenehmer. Was wollen wir überhaupt filmen? Wir wollen jetzt filmen, wie sich der Helm, wie der Helm den Kopf schützen kann. Das haben wir eben gesehen, wie der Bewegungsablauf bei der Wilhelmine war, aber wir haben nicht gesehen, kleiner Spaß, wie der Helm genau den Kopf schützt, und das können wir hiermit zeigen. Die lassen wir jetzt nämlich fallen. Und du meinst, dass dieser Kopf nicht kaputt geht? Der geht nicht kaputt. Aus welcher Höhe lassen wir die Köpfe fallen? Die lassen wir aus 70 Zentimetern fallen. Das ist so die Höhe, die wir gut halten können. Denn wir beide lassen die jetzt gleich fallen. Cool. Ja? Okay, dann machen wir's. Gut, ich gebe das Startsignal. Ja, super. Okay, 70 Zentimeter. Hier auf dieses Kreuz dann. Da auf das Kreuz, genau. Da wollen wir hin. Boah, das ist aufregend. Okay. 3, 2, 1. Ups. Was mit deinem Felix, Kopf was passiert? Sagst du? Der ist heile. Und? Bist du jetzt überzeugt? Ja. Siehste, der Helm schützt den Kopf. Boah. Normalerweise sagt man ja, Scherben bringen Glück, aber jetzt kann man sagen, Helm bringt Glück. Ja, genau. Das ist gut, vor allem, dass du es sagst, Felix. Vielen Dank. Gerne, Willi. Schön, dass du da warst. Ich weiß jetzt noch besser, warum ich einen Helm trage. Ja, und du? Kapuze oder was? Na, das können wir nicht machen. Komm her, Felix. Kriegst den hier, damit du gut behütet nach Hause kommst. Geschenk? Geschenkt? Danke. Gerne. Wow. Glücksbild. Cool. Das ist super. Jetzt? Ja. Und passt. Okay? Danke.
Tschüss. Tschüss. Ja, warte auf mich. Oh. Boah.